ohne diesen Raum zu betreten des Geistes, dann hast du gar nichts gesehen, hast du gar nichts verstanden. Aber ich lade dich ein, einen Schritt im Glauben hineinzutun wie heute Abend. Ja, die Bar eröffnet hier. Und egal, ob du im Internet bist oder hier bist, du kannst den Herrn genießen und du kannst ihn trinken und du kannst dich ihn freuen. Das ist nicht von dieser Welt. Wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du nicht erlebt hast, wie köstlich das ist, dann denkst du, sind alle verrückt. Aber ich sage dir, wenn du es mal erlebt hast, willst du immer normal sein. Und wie heißt das schon, die frühe Erklärung? Normal ist das nicht. Gott sei Dank. Du, wenn die Depression normal ist, wenn der Streit normal ist, dann will ich nicht normal sein. Halleluja. Jesus war gar nicht normal, er war völlig frei und er war völlig froh und fröhlich. Halleluja. Und normal war der nicht. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich will über den sein, die sich freuen. Ich will über den sein, die Gottes Liebe erfahren. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ausschaut, aber ich will da drin sein. Ich will in Gott leben und in Gott wandeln. Halleluja. Ich will nicht mehr blind von der Farbe reden, sondern ich will überhaupt dann nicht mehr reden. Ich will einfach da drin sein und mich bewegen in ihm. Halleluja. Halleluja. Da kommt so eine Woge des Geistes daher. Du musst diese Woge einfach reiten wie ein Surfer. Du musst einfach aufspringen und mit dem Wind weitergehen. Und ich sag dir, wenn du dich schwer tust damit, dann kommst du mal besuchen in Salzburg. Da lernst du gut den Herrn zu trinken. Hochprozentig und nicht verdünnt. Die Gnade darfst du nur, unverdünnt trinken. Nicht gepanscht, nicht verwassert. Die Gnade ist nur pur. Halleluja. Gnade und Liebe pur ist deine Natur. Ich danke dir, mein Vater.
Guys.
Geist. Immer tiefer erlebt ich seine Herrlichkeit, was kein Auge je. Für mich getan.
alle dich an. In der Nacht, wo Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot und er dankte dem Vater, er segnete es und brach und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, nehmt es alle davon und tut dies in liebevoller Erinnerung an mich. Denn so oft wir von diesem Brot essen, im Glauben an den Herrn Jesus und sein Opfer, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Halleluja. Halleluja. Danach nahm Jesus den Kelch, dankte dem Vater noch einmal. Er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nehmt und trinkt alle daraus. Tut dies in Liebe für euch und mich. So oft wir trinken aus diesem Kelch, verkündigen wir, herhalten wir, proklamieren wir den Tod des Herrn. Es war kein Unfall, es war keine Panne, es war nicht nur ein Malheur, eine grausame Katastrophe, dass es geschehen ist, ein Justiziertum. Es war die Erfüllung von Gottes Herzen, uns zu retten, uns zu erlösen aus jeglicher Negativität, aus jeglicher Entfremdung, aus jeglicher Entzweiung. Und dafür wollen wir dich erheben und loben und preisen. Wir brauchen dich so sehr, Jesus Christus. Wenn du zu Hause bist, dann nimm Brot, nimm Wein, if you're at home, take bread, wine, celebrate this victory. Supper with us. Christian, darf ich dich bitten, dass du betest, den Herrn preist, was er getan hat, lass dein Herz sprechen, komm her. Ja, danke, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast. Dass jede Verletzung und jede Sünde getrübt worden ist, dein Blut, Jesus. Und wir glauben das. Und wir danken. Amen. Und wir greifen den Sieg in Jesu Namen. Amen.